Guten Morgen, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Video und bei mir zu Hause. Ja, es wird heute ein bisschen anders. Ich möchte ein bisschen so Vlog-Style machen, das Video heute. Es ist ein normales Clean With Me Video, aber heute werde ich euch auch die Kleinigkeiten dazu aufnehmen, die ihr normalerweise nicht seht. Ich bin hier in meinem Schlafzimmer, Bett ist noch nicht gemacht, Hund muss da auch irgendwo drunter sein, aber egal. Anderer Hund steht hier. Oder? Anderer Hund. Und als allererstes, was ich in der Früh mache, ist, ich schalte mal eine Maschine ein. Und dazu nehme ich immer unseren Meshkorb vom Schlafzimmer, wo mein Mann und so alles reinhaut, schmeiß alles rein und gehe damit ins Badezimmer. Und als erstes werden wir mal eine Maschine reinschmeißen. Dazu tue ich die Wäsche ein bisschen vorsortieren. Und bevor ich irgendetwas anderes mache, in der Früh schalte ich eine Maschine ein, auch bevor ich die Küche mache. Aber das seht ihr normal nicht. Normal seht ihr mich immer als erstes bei der Küche. Als nächstes mache ich mal mich. So, ich würde sagen, es ist etwas besser. Waschmaschine läuft und bevor ich die Küche mache, gehe ich immer noch Geschirr einsammeln. Sprich, ich schicke die Kinder ihre ganzen Gläser runterbringen oder ich gehe selbst, und meistens gehe ich selbst, und sammle halt überall die Gläser an, weil die Kinder brauchen ungefähr 12 Gläser am Tag. Warum das so ist, keine Ahnung. Ja? Jetzt gehen wir mal Gläser einsammeln oder Geschirr oder was auch immer. Schauen wir, wo wir überall was finden. Und wenn wir schon dabei sind, werden wir auch oben gleich das Katzenkistel machen. So, mein Mann war mal brav, mein Mann hat mal nichts. Katze Monst. Und es ist jetzt mal 7:30. Die Kinder sind aus dem Haus, also das eine Kind ist aus dem Haus, das andere, dem ist schon wieder nicht gut, der ist schon wieder krank, also dem ist schon wieder übel, ja, wurscht. Und ich fange jetzt an mit meiner normalen Putzroutine. So, meine Lieben, und jetzt sind wir da, wo wir im Normalfall auch anfangen. Und wir haben schon fast 5 Minuten des Videos hinter uns. Also in der Früh, ich habe es euch eh hingeschrieben, in der Früh als erstes stehe ich mal auf und gehe ferngesteuert in die Küche und drücke mal einen Kaffee runter. Da habe ich noch nichts gemacht. Ja, vielleicht war es schon Klo, aber meistens das auch noch nicht. Ja.
dann setze ich mich mal im Pyjama oder im Morgenmantel oder was weiß ich, ja, setze ich mich mal in die Küche und trinke meinen Kaffee und rauche 1, 2, 3, 4 Zigaretten, je nachdem halt. Und dann ziehe ich mich schön langsam an. Ja, ich war zu diesem Zeitpunkt noch immer nicht im Badezimmer, nur nebenbei mir merkt, ja, ich bin ein Drecksau. Ja? Und ab dem Zeitpunkt, wo ich dann komplett angezogen war, da habe ich euch dann mitgenommen und dann habt ihr gesehen, dass ich eben in der Früh noch zuerst mal die Maschine einschalte. Und was ich auch noch mache, ist Katze füttern und die Jausenbox für den Junior machen. Also für den einen, weil der andere isst ja nichts. Oder so gut wie nichts, den brauche ich keine Jausenbox machen, das mache ich nur für den einen. Ja, und jetzt sind wir halt bei der in der Küche, wo wir halt im Normalfall immer anfangen. Ab da kennt ihr das Video und da, so geht es dann ja auch immer weiter. Ihr wisst, es ist immer das Gleiche. Und heute muss ich euch wieder quälen. Ja, ich muss mich mal wieder, also die meine Stammabonnenten, sagt man das so, Stammzuseher, Stammabonnenten, naja, die Mädels und Jungs, die mich schon länger abonniert haben und mich auch fleißig schauen, ihr wisst ja, wer gemeint ist, müsste ich das jetzt leider anhören, weil ich möchte mich mal wieder bei den ganzen neuen Abonnenten bedanken. Auch auf Instagram habe ich sehr viele neue Abos bekommen, ja, also ich bin jetzt auf 600 Follower in Instagram und auf YouTube habe ich, weiß ich gar nicht, müsste ich jetzt nachschauen, aber ich glaube 1600 oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall sind es mehr geworden. Und ja, danke für jedes Abo. Ich freue mich immer, wenn ich dann in die Kommentare lese, ja, ich bin bei dir hängen geblieben, weil du bist so authentisch und so lustig. Dankeschön. Ja, ich glaube auch, dass ich authentisch bin. Also alle, die mich kennen, sagen auch, dass das relativ authentisch ist, was ich da so mache. Ich bemühe mich allerdings, schöner zu sprechen. Weil, wenn ihr meine Halls schaut, da rede ich ja nicht ganz so schön. Also hier bemühe ich mich. Beim Voice-Over bemühe ich mich immer, deutlich und hochdeutsch zu sprechen. Und beim Hall, da rede ich ja einfach in die Kamera oder bei meinen Instagram-Stories, ja, da bin ich dann ein bisschen rustikaler. Ne? Also auf jeden Fall, danke, dass ihr da seid. Ja, ich bin, glaube ich, auch relativ authentisch und ich bin wirklich so dämlich, wie ich in den Videos rüberkomme. Ich bin auch wirklich so ungeschickt. Ja, danke. Gut, ich habe es jetzt endlich geschafft, die Weintrauben abzupflücken, die ich, glaube ich, schon am Samstag gekauft habe. Ja? Weil ihr wisst ja, ich bin so ein Meal Prep Fan. Und heute habe ich auch mich ein bisschen bemüht, ein bisschen andere Perspektiven hin und wieder reinzubringen, weil ich schaue ja selber auch meine YouTube-Videos, wie ihr alle wisst. Und die haben dann immer, also entweder die haben mehrere Kameras oder die stellen das wirklich jedes Mal um. Ja? Das schaut dann immer so leiwand aus. Ja? Einmal von der Seite, einmal von der Seite. Ich habe nur die eine Kamera und muss die dann immer umstellen. Also ich habe Kamera und Handy, aber nur ein Stativ. Ja? Und ein Handy kann ich dann nicht so leiwand umstellen. Aber egal. Ja, sowas habe ich gemeint, ja. Und dann eine andere Perspektive. Also ich finde das nice, ja. Vielleicht könnt ihr mir in die Kommentare reinschreiben, ob es euch das gefällt oder ob euch das verwirrt, wenn ich zu oft die Kameraperspektive wechsle. Apropos Kommentare reinschreiben. Was sagt ihr zu meinem neuen Mikrofon? Es ist tatsächlich rechtzeitig gekommen, weil heute ist Mittwoch. Ich habe das Video heute gedreht und habe euch ja gesagt, im Haul und im Instagram habe ich euch erzählt, wenn das Mikro tatsächlich rechtzeitig kommt, kann ich auch gleich das Voice-Over mit dem neuen Mikro machen. Ich habe es getestet und ich finde den Klang eigentlich super. Richtig klar. Ich könnte jetzt auch singen, aber das erspare ich euch, weil das ist etwas, was ich gar nicht kann. Singen, ich tue es zwar gerne, und jeder, der mich hört, sagt, bitte, lass es. Ja, also ich treffe keinen einzigen Ton. Ich habe zwar ein Instrument gelernt und alles, ja, aber ich kann überhaupt nicht singen. Leider, ich würde gern singen können. Ich finde, singen ist was Tolles.
Und ja, ihr wisst, ich habe ja meinen Diffuser in der Küche stehen und den schalte ich auch immer hin und wieder ein, weil ich das einfach mag, wenn es gut riecht. Ihr wisst, ich bin ein Duftjunkie, ich habe auch immer Duftkerzen stehen und eben in der Küche den Diffuser. Heute war es Nelke, Gewürznelke. Und meistens ist es irgendwas Zitrusmäßiges, Orange, Zitrone, irgend sowas. Und es ist sich nicht alles im Geschirrspüler ausgegangen, deswegen wasche ich ein bisschen was mit der Hand ab. Und ja, ich wasche unter fließendem Wasser ab. Ich habe auch nur eine Spüle. Ja, also, wie soll ich sonst machen? Punkt 1. Und Punkt 2. Ja, ich weiß, das ist Wasserverschwendung, aber jetzt erzähle ich euch noch was. Ich gehe mich jeden Tag baden, ist auch Wasserverschwendung. Ich habe einen Pool, das ist die größte Wasserverschwendung. Also jetzt gerade nicht, ja, aber im Sommer. Ich wasche jeden Tag auf oder jeden zweiten Tag. Ja, also ich bin ein Wasserverschwender. Ich bin jetzt auch nicht so der Planet Saver, ich trenne Müll. Ich bin so ein klitzekleiner Planet Saver, ja, aber nicht so richtig, ja. Also ich bin so ressourcentechnisch bin ich jetzt echt ganz schlecht, ja, weil ich sehe jetzt mein Wasser. Ja, ich fahre auch Auto, auch kurze Strecken, weil ich voller Sau bin, ja. Also ich bin jetzt, was das angeht, auch nicht unbedingt ein Vorbild. Ja, und wir hatten heute Besuch. Schaut euch dieses Kalb an. Ja, das ist die Alecto. Ja, Alecto. Ist irgendeine griechische Göttin? Ja, ich dachte, es musste Alecta sein, aber nein, die heißt wirklich Alecto. Auch die griechische Göttin heißt Alecto. Das ist irgendein Steph Mischling oder was, ja, so also ein bösartiger Kampf und ein anderer gefährlicher. Ja, wie ihr seht, sie ist total aggro. Ja. Im Zwetschi war sie ein bisschen ungeheuer, aber es war so ein Riesenvieh. Urmächtig. Die hat sicher 40 Kilo oder so. Und so hat mein Boden dann ausgesehen. Man sieht es nicht ganz so toll in der Kamera. Ja. Ich gehe eh schon ganz nah hin. Aber es ist ein Wahnsinn, weil beim letzten Video hat mich jemand angeschrieben, wie ich das mache mit meinen Hunden, ob ich denen jedes Mal die Füße abwische, wenn es von draußen reinkommt. Und ich denke mir, na, mache ich nicht, weil es ist nicht so arg, ne? Ja, aber wenn man einen großen Hund hat, dann ist das doch, dann vervielfältigt sich das irgendwie. Ja, also, wie sie da war, also mein Sohn, das war übrigens mein Sohn, den ihr da immer zur Hälfte gesehen habt, ja, Gastauftritt meines Sohnes, der ausgezogen ist, ja, wie mein Sohn mit dir da war, haben wir schon gedacht, bist deppert, da schaut's aus. Ja, also jeden Tag möchte ich das auch nicht haben. Aber ich habe ja Staubsauger und meinen Wischmopp von Provin und mit dem funktioniert das eigentlich ganz gut. Ihr seht, ich habe vorher gesorgt. Ich wasche jetzt auf, das Pad auf dem Wischmopp war frisch gewaschen, neu, also rein weiß. Und jetzt zeige ich euch, wie es nach ausgesehen hat. Ja? Wahnsinn, oder? Ja, große Hunde. Und natürlich geht es nach dem Küchenzimmer, nach der Küche geht's ins Schlafzimmer, wie immer. Heute tue ich aber nicht Betten überziehen, weil das habe ich ja schon am Montag gemacht, weil ich habe mir letztes Mal gedacht, in jedem Video habe ich bis jetzt Betten überzogen, also fast in jedem Video habe ich jetzt immer Betten überzogen. Und man dachte, nein, ich muss es mal an einem anderen Tag drehen, wo ich nicht Betten überziehe und es nur mache. Chips-Tüte. Und ich tue jeden Tag mein Bett absaugen, weil bei uns ja die Hunde im Bett schlafen. Deswegen tue ich auch einmal die Woche Betten überziehen. Mindestens einmal die Woche. Es kann auch passieren, dass ich es zweimal machen muss, ja, weil ich ein paar Hundetapser drauf habe. Ja. Aber einmal die Woche tue ich es überziehen und ich tue es jeden Tag, wenn ich es mache, absaugen. Mit demselben Staubsauger, mit dem ich meinen Boden sauge. Ja. Einfach so. Ich mache das so.
Und ich habe auch, das habe ich schon einmal in den Videos erzählt, weil eine total entrüstet war, dass ich mit demselben Staubsauger, mit dem ich doch den Boden sauge, um Gottes Willen, sauge ich dann mein Bett. Und das habe ich ihnen dann im Video erzählt und mir haben alle drunter geschrieben, ja, das machen die meisten so, weil die meisten Menschen halt nur einen Staubsauger haben. Also ich hätte sogar mehrere, aber der andere ist oben. Aber ja, ich mache es immer mit demselben Staubsauger. Die Überdecke ist vom IKEA. Ich habe euch das alles unten verlinkt, weil ich werde öfters nach dieser Überdecke gefragt. Die ist vom IKEA. Hat gekostet 60 Euro oder 50 Euro, ich weiß es nicht. Ich habe sie euch aber unten verlinkt. Und der Bono wartet schon. Und zack. Ja, er wartet immer, bis die Überdecke drauf ist. Und dann weiß er, darf er raufspringen. Ja, und das ist was, das will ich auch irgendwie weg haben, diese Kleiderstange da, weil da hänge ich immer die Sachen von den Kindern rauf, wenn ich sie gebügelt habe oder aufgehängt habe oder meine, so wie da jetzt meine Mikrofasertücher, weil die dürfen ja nicht in den Trockner. Und diese Kleiderstange muss irgendwie weg. Das sind bitte meine Trainingsklamotten, einmal Outdoor, einmal Indoor, weil ich bin ja seit neuestem etwas sportlich, ja, ich gehe entweder walken oder ich stelle mich herinnen am Crosstrainer im Keller unten, weil wenn der Wind zu stark ist, kann ich nicht walken gehen. Aber ich glaube, das habe ich euch eben im letzten Video schon erzählt. Und ich bin so stolz auf mich, dass ich es immer noch mache. Schon die zweite Woche jetzt, ja? Ich bin so super. Und so dreckig war die Kommode. Das ist ein Wahnsinn, ja? Das ist nur der Staub, der so herumfliegt. Jeden Tag liegt mindestens ein oder zwei Sachen hier herum. Dieses Mal ist es nur die Pinzette, die irgendjemand rausnimmt und nicht mehr zurücklegt. Ja, weiter schafft es auch keiner von den Männern, die Zahnbürste oder die Zahnpastaköpfe oder die Zahnpasta zurück ins Kastel zu stellen. Thank you.
Mich haben schon ein paar Menschen gefragt, ob ich da immer dieselben Putzlappen nehme. Ja. Also ich habe im Badezimmer, zuerst nehme ich immer den orangefarbigen, der ist von Tupperware, ist ein Mikrofasertuch, ja. Geht aber von jeder anderen Firma auch, ja. Nur ich war mal bei Tupperware und deswegen habe ich da sehr viele Putzfetzen von denen oder Putztücher. Und der ist halt ein bisschen gröber von der Faser her. Also ich tue es einsprühen, dann tue ich mit dem orangenen Fetzen und dann tue ich mit dem blauen Fetzen nachwischen, polieren, wie auch immer. Und ich nehme immer diese beiden Tücher nehme ich zuerst fürs Waschbecken, dann für die Badewanne und dann fürs Klo. Und dann kommen sie in die Wäsche. Also ich nehme es dann am nächsten Tag nicht nochmal für den Waschtisch. Ja, also ich brauche immer, wenn ich das Badezimmer putze, brauche ich immer ein Set Tücher und mache eben zuerst Waschtisch, Badewanne und dann das Klo, dann kommen sie in die Wäsche. Und ich habe von dem Set will ich es jetzt nicht nennen, aber ich habe so, ich glaube, 2 oder 3 von den orangenen. Und ihr wisst ja, bei mir rennt die Waschmaschine jeden Tag, insofern ist das alles auch recht schnell wieder einsatzfähig. Übrigens habe ich mich, ihr seht das dann im Wohnzimmer, habe ich mich dazu entschlossen, die Deko etwas zu minimieren, seit wir unsere neuen Mitbewohner haben. Ja, das liebe kleine Kätzchen hat gestern aus der Küche die Gläser runtergeschmissen, wo meine Kaffeekapseln drin sind. Also ein Glas. Ja, das war Stepper, das hat dann Cheverer gemacht. Ich glaube, die stirbt. Ich glaube, den wird auf mich geschossen. Natürlich um 10 in der Nacht. Ne? Dann kannst du um 10 in der Nacht die Scherben aufklauben, die einzelnen Kapseln aufheben, schauen, dass keine Glassplitter dran sind. Und um 10 in der Nacht kannst du nur anfangen zum Staubsaugen. Mein Mann war begeistert. Ja? Die Katze ist super. Sie ist so lieb. Ja? Katzen sind so toll. Ne? Dieses Mistviech. Ja, und nachdem sie auch meine Deko immer wieder zerstört hat, seht ihr das, was da im Vorzimmer auf meinem Schuhschrank steht, ist das einzige an Deko, was noch da ist. Ja. Ja, ich muss also staubsaugen, muss ich wirklich täglich, mindestens einmal. Meistens fahre ich dann noch einmal so partiell nochmal mit Staubsauger drüber, weil irgendwo Krümel sind. Also in der Küche sauge ich sicher 5-mal am Tag, ja, mit den Bresseln und weiß ich nicht, was, weil da ist halt, da sind halt immer irgendwelche Bröseln oder Krümeln am Boden oder sonst irgendwas, ja. Aufwaschen tue ich jetzt nicht jeden Tag. Ja, ich meine, heute natürlich, weil Alekto eben etwas viel Dreck gemacht hat. Was ist, Muschirello? Hat der Sack angefangen? Ja, hat er angefangen? Na, töte den Sack. Ja, ich bin zum zweiten Mal in der Küche. Die Küche mache ich ja 2-3 Mal, je nachdem, wie es mich freut. Und da haben wir nicht einmal noch gekocht. Also da hat es auch noch gar kein Mittagessen gegeben. Das ist immer noch am Vormittag. Ich wurde auch gefragt, wie oft mein Geschirrspüler rennt. Also mindestens 2-mal am Tag, an so normalen Tagen, wo eben gekocht wird, wo Schule ist und. Also da rennt er mindestens 2-mal. Einmal gleich in der Früh.
und dann noch einmal nach Mittagessen. Ja. Oder manchmal eben räume ich ihn in der Früh aus, weil ich ihn am Abend davor aufgedreht habe. Und dann rennt er halt dann am Abend. Aber zweimal ist so ungefähr das Minimum. Und nachdem es eben, wie gesagt, noch nicht Mittagszeit ist, ja, deswegen steht das alles da noch rum. Und wenn man es mit der Hand abwascht, muss man es natürlich auch ein bisschen abtrocknen. Sachen, die ich gar nicht leiden kann. Und da links seht ihr das Innenleben von der Friteuse. Das lasse ich dann immer, wenn ich da irgendwas gemacht habe, was halt alles Mögliche verbiegt, das lasse ich dann immer stehen mit einem Geschirrspültabs drinnen. Und dann kommt es nachher nochmal in den Geschirrspüler. Und da seht ihr jetzt das Wohnzimmer. Also ihr seht, am Tisch ist keine Deko. Und neben meinem Lesesessel, sage ich jetzt einmal, ist auch nur ein kleiner Blumenstock. Falsch natürlich, was falsch ist, ja. Und auch die Kanne mit den falschen Blumen drinnen, weil echte Blumen, mein Mann hat mir letzte Woche oder vor zwei Wochen, also im letzten Video habt ihr es gesehen, da hat er mir ja Blumen mitgebracht. Ja, die hat das Viech auch gefressen. Und nein, ich weiß nicht, ob sie giftig waren, aber sie waren offensichtlich nicht giftig, weil Muschirello lebt immer noch. Kerzen kann ich schon anzünden, also entweder hat schon schlechte Erfahrungen mit Feuer gemacht, weil ich höre von vielen Katzenbesitzer, sie können keine Kerzen anzünden wegen der Katze, aber die lässt er eigentlich in Ruhe, bis jetzt. Ja, also ich weiß ja nicht, wie sich dieses Viech noch entwickelt, ja, er wird ja immer lebendiger, glaube ich, sagt man das, ja. Er war schon sehr kurz davor, dass ich ihm den Kopf umdrehe, also den Hals umdrehe, aber ja. Und nachdem unser Besuch auch ein bisschen im Wohnzimmer herumspaziert ist, musste ich das natürlich auch abwaschen, weil, ja, große Hundepfoten überall. Aber war eh notwendig, das Aufwaschen. Mal einen Kaffee, es ist jetzt 10:30. Ihr habt es gesehen, ich habe zwischenzeitlich Besuch gehabt und ich bin ja eine, ich mache das ja wirklich relativ langsam. Ja. Mich hält es ja nichts, dann mache ich eine Pause dazwischen, dann rauche ich einmal eine, dann weiß ich nicht, fällt mir irgendwas anderes ein, dann telefoniere ich, dann tue ich kurz Mail schauen oder sonst irgendwas. Ja. Und ihr habt es gesehen, wir hatten ja Besuch zwischenzeitlich von meinem Sohn und nein, das war nicht sein Hund, das war der Hund von einem Freund und diese Kuh. Ja? Und beim letzten Video oder vorletzten Video hat mir eine darunter geschrieben, ja, wie machst du das eigentlich mit den Hunden, wenn die von draußen reinkommen und. Ich denke mir, ja, also der Zwetschi putzt sich ja manchmal seine Füße ab, der kann das ja. Ich meine, ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, wenn die von draußen reinkommen. Aber die Alessia heißt wie? Alecto heißt sie. Jedenfalls griechische Göttin ist das, ja. Aber wie die Alecto heute da war, die schätzungsweise 40 Kilo, der Hund, die war draußen was nass. Alter, ich habe es euch hier vorher gezeigt, ja? das war Wahnsinn. Ja? Solche Pfoten, überall. Ja? Also ja, große Hunde machen schon wesentlich mehr Dreck und da bin ich mit meinen eigentlich relativ zufrieden. Ich habe jetzt schon fast alles gemacht, ich muss jetzt noch bügeln. Und vielleicht oben das Wohnzimmer, das überlege ich mir noch, weil um 12 kommt wieder eine Freundin von mir. Und ich trinke Kaffee mit Sojamilch, nicht mit normaler Milch, mit Sojamilch. Und ich persönlich finde jetzt keinen Unterschied zu vorher mit normaler Milch. Ihr als normale Kaffeetrinker kostet das mal mit Sojamilch und sagt mir bitte, ob es ihr einen Unterschied seht. Das würde mich nicht wirklich interessieren.
Wie schon geschrieben, heute war es wirklich jetzt nicht so viel zu bügeln. Und ja, wichtig für mich ist immer, ich bügel immer beim Fernsehen und immer im Stehen, weil ich habe letztens mit meiner Freundin geredet, die hat gesagt, ja, ihre Mama zum Beispiel hat immer im Sitzen gebügelt und meine lustigerweise auch. Die ist immer im Bett gesessen und hat gebügelt. Ja, das müsste ich ja dauernd aufstehen, ja, da hat man ja auch am Geist gehen. Jetzt natürlich die Frage an euch, bügelt wer von euch im Sitzen? Weil ich kann nur im Stehen bügeln, weil ich eben, ich muss was aufhängen, ich muss was zusammenlegen, ich muss es wegräumen und so. Und ich will ja dann nicht dauernd aufstehen, das ist ja noch mühsamer als gleich stehen zu bleiben. Ja, also schreibt es doch in die Kommentare, wie ihr bügelt, ob ihr im Sitzen bügelt oder ob das funktioniert. Vielleicht seid ihr mit der Name hier. Und ob ihr dabei fernschaut oder nichts macht oder weiß ich nicht, ja, Hörbücher hört, was auch immer, wie ihr das halt macht, wenn ihr denn bügelt, weil viele bügeln ja gar nicht. Ja? Und bei mir ist es ja wichtig, dass bei mir der Fernseher rennt und zu 99% rennen die YouTuber bei mir. Was habe ich mir in dem Fall angeschaut? Da habe ich mir angeschaut, die Ashley, nein, nicht die Ashley, die Ashley ist Still Vacuum to a Spark. Und da habe ich mir angeschaut, das Crazy Life. Das ist eine, die mag ich sehr gerne. Die sind irgendwie total lieb, ja. Und die hat ja auch, was hat die, 3 Kinder, glaube ich, oder so. Die haben ja alle so schöne Häuser in Amerika, ja. Also das Crazy Life, das Haus gefällt mir sehr gut, ja. Und was mir auch gefällt, ist die Lynn White. Die ist Mom of 5, also die hat 5 Kinder, ja. Könnt ihr mal reinschauen, ob sie euch gefallen. Verlinken tue ich sie nicht, weil die verlinken mich ja auch nicht, ja, ich bin ein Arsch. aber schaut es euch mal an, die Lynn White, die Till Vacuum to a Spark und die This Crazy Life. Oder Crazy Life. Ja. Die haben beide auch einen so einen Vlog-Channel und eben diesen Cleaning-Channel. Also, und ich finde die. Und was ich auch, wen ich auch sehr mag, ist Hannah's Happy Home. Die ist auch irgendwie. Ich weiß nicht, ich mag die einfach. Die hat irrsinnig lange Haare. Aber egal. Die schaue ich auf jeden Fall meistens beim Bügeln. Wir haben es schon wieder fast zum Ende des Videos geschafft. Ich tue ja meistens am Ende des Videos bügeln, obwohl da mache ich dann nachher nicht so aufregend, das war doch noch was. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Kommentar da lasst. Ihr könnt mir auch einen Daumen nach oben da geben, obwohl das kriege ich eigentlich weniger mit. Ja. Ich schaue immer nur auf die Kommentare und ich lese mir die Kommentare immer durch und beantworte sie auch großteils. Also ich hoffe, dass ich sie beantworte. Entweder im nächsten Video oder ich schreibe gleich drunter die Antwort. Je nachdem, wenn die Antwort zu komplex ist, dann beantworte ich sie meistens im nächsten Video, weil ich bin ja auch noch ein bisschen schreibfaul. Jo, also wie gesagt, dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Wenn ihr mich noch nicht abonniert habt, abonniert mich doch bitte. Und wenn ihr das Glöckchen daneben anstellt, bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochlade. Und ihr könnt mir auch gerne auf Instagram folgen. Die Links zu Instagram und Facebook habe ich euch unten eingeblendet. Gut. Soweit, so gut. Bedankt habe ich mich. Euch genötigt, mich zu abonnieren, habe ich. Ja, gut, dann wünsche ich euch noch viel Spaß bei den restlichen 1,5 Minuten. Spielt sich nicht mehr viel ab, aber schaut es euch noch an und am Ende des Videos habt ihr wieder 2 Videos zur Auswahl, wo ihr euch hinklicken könnt und nochmal die Möglichkeit zu abonnieren. Passt, wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Willkommen bei mir zu Hause und zu einem neuen Video. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Bussi. Baba.